Jo Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich spiele mit Wright, weil ich eine Aufgabe habe. Und zwar soll ich drei Generator machen und für 180 Sekunden, ja, wie heißt das hier? Kooperation, Aktionen machen. Klingt, war vermutlich falsch. Also hier zusammen am Generator und einfach drei Generator reparieren. Schaffen wir vermutlich diese Runde nicht. Mit dem Generator vielleicht, aber mit der Kooperation, Aktion, keine Ahnung wie das heißt, schaffen wir es auf jeden Fall nicht. So, ich habe jetzt in letzter Zeit ganz schön viel Killer gespielt. Ich denke, das meine ich, ey, Ruin. Ich denke mal, dass ich jetzt besser geworden bin als Killer und so was. Aber wie es aussieht, kann sie noch nicht so doll. Naja, gestern hatten wir auch die Gold NC Collection, die endlich rauskam für Klödia. Das Klödia-Outfit sieht wirklich sehr cool aus. Ich musste mich erstmal totlachen wegen den Haaren. Für Kate, für Jeff, für Doktor und Hexe. Genau, und zwei davon kann man durch Scherben kaufen, der Rest muss man 10 Euro Aura-Zellen kaufen. Was ich wieder ein bisschen schade fand, aber naja, weil ich meine zwei Outfits... Ich hoffe trotzdem irgendwie das Mid-Chapter-Patch, zum Beispiel das Jake-Offer, das würde ich überlegen mir zu kaufen, aber nicht mit Echtgeld. Ich möchte mich jetzt eigentlich auch mal die Scherben ausgeben. Ich habe nämlich sehr viel davon. Ja. Gut, und dann morgen Stream, ich denke mal 18 Uhr fängt ja an. Bis 22 Uhr oder ich überlege halt, ob länger, wir gucken mal, wie die Stimmung ist. Wenn die gut ist, geht der Stream viel, viel länger. Mann, jetzt macht es so weg, wenn das Ruin ist. Danke. Sehr nett von dir. Also eigentlich wollte ich Killer machen. Aufnehmen. Aber ich hatte noch zwei Aufgaben, deswegen dachte ich, komm, ich mach die jetzt noch schnell als ja komm. Ich mach die jetzt noch schnell eine Zweierrunde. Erstmal geht das schneller mit der Lobby. Und wir kriegen mehr Punkte. Und außerdem startet, ich glaube, morgen ab 2 Uhr, ich weiß nicht, ich sag mal so 11,5 Stunden noch so, startet das Blutpunkt-Event. Wir hatten einen Timer, die DBD-Devs hat einen Timer. Ist ja auch nice, aber die Nöss hat sich leider gesehen, tut mir leid. Den gehe ich mal helfen. Ja, also Blutpunkt-Event, deswegen morgen wird auf jeden Fall schön gegeiert. Ich möchte natürlich einiges farmen. An den Blutpunkten. So, dann kommen wir hier runter. Der hat sogar hier... Guck mal, den können wir gleich alles gemeinsam den Generator machen. Ist doch schon mal was Cooles. Hoffentlich schaffen wir es da auch. Habe schon zwei Generator von drei fertig. So, komm hier, den Generator. Den könnten wir auch noch machen. Na, erstmal mal einfach macht er das Totem, ey. Und das ist der Keller, da gehe ich jetzt ab. Was? Die Nöss hätte doch jetzt einfach... Ha, du, what you gone? Ist ja auch ein witziger Name. So, wir sind alle hier, das ist blöd. Geh, du, geh mal retten. Ey, geht da lang, Alter. Anstatt du mal da lang rennst. Oh, sie kommt doch hier hin. Oh Gott, Alter, hatte ich da Glück. Oh. Da, was ist das für eine Hitbox? Bei der Nuss ist so verbuggt. Trotzdem, ich möchte jetzt gerne ein paar Gems anmachen. Kann die Nuss einfach mal für, keine Ahnung, 120 Sekunden weggehen und nicht zum Generator kommen, wo ich gerade arbeite mit den anderen? Das wäre ja mal schön. Oh, ist Glück drauf. Versuch mal hier. Schade, hätte es auch natürlich gern gehabt. Komm. Geht nicht davon auf, dass sie zurückkommt. Wenn doch, ist sie einfach. Und wenn sie mich dann noch mal tunnelt, wäre es richtig fies. Jetzt kannst du mich auch performen. Oh, wir haben einfach schon Max.
Als C-Kategorie. Also wenn man mit Beweise dich mit in Unbindung zusammen immer am besten Gens macht mit anderen. Und das war so was sollte das denn? Da kriegt man so viele Punkte. Also der Gaiat, ich denke mal, das ist auch so das Setup für Mac, denn fürs Blutpunkt-Event, aber ich denke mal, der wird das eh nur meistens Killer spielen, weil bei Killer kriegt man mehr Punkte. Ey, wir sollten vielleicht zusammenbleiben, also. Vor allem, sie hat Legacy, ne? Und sie kommt zu uns. Das klingt nicht so, wenn sie Legacy hat. Genau, hier ist ein Gen. Lasst uns dort basteln. Da schaffen wir doch noch beide Aufgaben heute. Wäre deutlich angenehm, weil dann könnte ich ordentlich wieder Killer weiterspielen. Mich dort verbessern. Weil, ich möchte einfach beide Seiten so main sein. Also so ab und zu mal Survivor, ab und zu mal Killer. Weil von Survivor, wenn man das ein Jahr nur Survivor spielt und kaum Killer, dann ist er wirklich langsam gelangweilt von dem Spiel. Und jetzt habe ich Killer gestern angefangen. Da hat das Spiel wieder so viel Spaß gemacht. Also, deswegen kommt vermutlich jetzt auch erstmal mehr Killer. Aber wie gesagt, ich möchte auch Survivor trotzdem noch weiterhin spielen. Nicht, das heißt, ich bin jetzt Killer-Main. Und habt ihr auch schon, ich glaube, das habe ich gestern im Video gar nicht gesagt, das Survey, was sie gestern rausgebracht haben, über Players, die, na, ob du zufrieden bist mit dem Spiel, da haben sie so einiges gefragt. Außerdem einige Fragen wie, bist du interessiert an einen Pass, den du dir kaufst und dort erhältst du, kannst du dir, also so ähnlich wie ein Battle Pass. Adrenalin, schnell weg hier. Dort habe ich einfach mal interessiert angekreuzt. Warum fragen das die Devs denn jetzt? Ist hier nötig? Wollen sie wirklich einen Battle Pass mit einbauen? Ich meint, es wäre cool, aber im Forum auf einmal schreiben sie, haben sie alle geschrieben, nein, das wird das Spiel noch kaputt machen. Ich sehe gar nicht, warum es das kaputt machen sollte. Ich weiß nicht halt, ob es das Spiel verändern wird. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ein Battle Pass hier drin wirklich sehr gut ist. Aber mal gucken. Ich denke mal, wir kriegen da bald mehr Infos. Wer hat gesagt, hat auch jemand im Forum gefragt, warum wurde das gefragt. Dort hat dann North Queen einfach nur geschrieben, wir wollen nur wissen, wie zufrieden ihr mit unserem Spiel seid oder woran ihr auch interessiert seid. Also wir wissen es gar nicht, ob die das machen wollen. Außerdem haben sie gefragt, ob wir interessiert sind an noch weitere In-Game-Events, zum Beispiel der Hallowed Light. Auf jeden Fall immer interessiert. Sowas muss immer im Spiel mit sein, immer schöne Events. Mehr Killer und Maps, auch immer interessiert. Das ist ja das Spiel, wie es neue Inhalte bekommt. Ich glaube, sie hatten tägliche Rituale, Verbesserungen oder Rework. Also, ne, nochmal alles neu. Dort einfach mal überarbeiten, habe ich auch interessiert angemacht. Und ich glaube, sie hatten noch, irgendwas hatten sie noch. Irgendwas mit dem Rang, glaube ich, noch. Auch interessiert. Also das meiste ist doch wirklich interessiert gewesen. Ja, dann kommen wir auch noch. Mich interessiert, ob sie Nöte hat. Ne, sie hatte keinen Nöte. Okay. Ja, dann sind wir hier schön entkommen. Okay, die andere ist, glaube ich, auch mit rausgegangen noch. Wir haben nur Generator geschafft, okay. Da weiß ich noch, dass ich nachher nochmal... Ja gut, der rennt auch einfach aus, ne? Da weiß ich, dass ich... Ja, hier, noch ein paar Sekunden. Weiß ich, dass ich nachher noch einmal mit Dwight eine Runde spielen muss. Aber ich denke mal, das werde ich ohne Aufnahme machen. 19.000, naja, gut, geht. Wir haben auch einen Pip bekommen. Level Up sind wir dann auch. Easy Daily. Genau. Warte mal, hatten wir den... Ach, er war das. Easy Daily. Er hat keinen bekommen. Er hat vielleicht 2, 3 an Haken bekommen. Ich meine, er hat auch gar nicht gecampt, nicht getunnelt. Also fair gespielt. Ich meine, ich hatte direkt getunnelt. Nicht campen, nur tunneln. Weil tunneln gehört auch ein bisschen zum Spiel. Aber campen, weiß ich nicht. Man kann tunneln. Was hatten wir denn hier? Stampiger Schlachter? Wussten wir? Tanner wussten wir? Na so, ne? Barbecue hatte sie doch. Auf 1. Das muss die Legacy Nia gewesen sein. Ja gut, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!